Ja, hallo, hier ist nochmal Klaus von der älteren Generation der Babyboomer auf dem Weg ins OnLive und auf dem Kanal Robin Dubasida, zu dem ich Sie herzlich begrüße. Mir lässt die Hürde von YouTube keine Ruhe, also 4000 Stunden Wiedergabezeit brauche ich also. Ich habe gerade mal nachgesehen, welche Wiedergabezeit ich momentan habe, also den letzten 365 Tage, und da komme ich auf 5000 ungefähr, 5000 Minuten, und für die 4000 Stunden brauche ich also, sind also 240.000 Minuten. Ich brauche also eine Steigerung von 5000 von meinem jetzigen Stand auf 240.000. Die Frage wäre jetzt, welche exponentielle Steigerung brauche ich dafür? Meine exponentielle Steigerung, also das ist konstant. Linear ist, wenn es so geht, oder es könnte auch abwärts linear gehen, ja. Also linear gleichmäßig irgendwo. Und ja, exponentiell ist eigentlich so, ne? Wenn die quasi, da gibt es hier so ein Stück, wo die quasi steil hochgeht, und dann fällt die, und dann kommt die oben an, und dann fällt die wieder runter eventuell. Eine Kurve, ja. Also, dass es nur so hoch geht, gibt es eigentlich nicht. Da gibt es vielleicht so Schwankungen, aber so. Also, wie muss meine exponentielle Steigerung sein, damit ich in endlicher Zeit das Ziel noch erreiche? Also die 240.000 Wiedergabeminuten. Von den die Abonnenten will ich mal vernachlässigen. Die 1000 Stück, wo die herkommen sollen, weiß ich auch noch nicht, aber vielleicht hängt das alles irgendwie miteinander zusammen. Also, ich meine, Leute haben einen Bekanntenkreis, die sind im Verein, erzählen anderen Leuten, allen Leuten, dass sie einen YouTube-Kanal haben, die abonnieren den, ja, und dann kommt so einiges zusammen. Was aber jetzt nicht heißt, dass sie auch die Videos dann bis zum Ende gucken. Was hat der Idiot, der guck mal, was der Meier jetzt, der Idiot, der wieder für ein Video gemacht haben und so. Da muss man nicht drauf achten. Also, ja. Also ich habe jetzt ausgerechnet, dass ich ungefähr 5000 Prozent brauche. Also richtig 5000% Steigerung. Also nicht 100, sondern 5000. Und wenn ich meine 5000 mal 500.000 mal 500 mal 5000% multipliziere, dann komme ich auf 250.000, wenn ich mich dann nicht verrechnet habe. Ich nehme mal meine Taschenrechner. Ich habe hier gerade einige. Ich muss das mal nochmal sagen. Also 5000 habe ich mal 5000% sind 250.000, ja. Die Frage wäre dann natürlich auch, in welchem Zeitraum ist das möglich? Oder welches Wachstum? Also ich hatte jetzt mein Wachstum bei teilweise 8000 bis 5000. Also die 365 Tage, da habe ich also die erste grüne Zahl, ist ungefähr so 4940. Das ist also mein Wachstum gegenüber der Vorperiode. Ich weiß aber nicht genau, welche die Vorperiode hier in dieser Rechnung ist, ob die dann von Anfang an das berechnen oder nur das davorliegende Jahr. Das ist unklar, weil dahinter steht auch nochmal eine zweite Zahl
in Klammern, da bin ich sogar bei 8.092%. Also, da scheint so einiges möglich zu sein im Tausenderbereich. Also, ich habe exponentielles Wachstum in diesem Jahr gehabt. Und das habe ich ja schon gestern gesagt in meiner kleinen Erfolgsgeschichte. Wachstum ist möglich und durch harte Arbeit natürlich. Und dadurch auch, dass ich mir meine eigenen Videos angesehen habe. Andererseits ist auch klar, dass ich sehr lange Zeit brauche, um vielleicht sogar so 16 Jahre, um auf 20.000 Videos zu kommen, um dann da eine entsprechende Wiedergabezeit zu haben. Ja, eine andere Möglichkeit wäre natürlich die Abonnenten und die gucken dann an, wie verrückt die Videos und das bringt natürlich auch einen Faktor, den man nicht kalkulieren kann. Andere Möglichkeit wäre natürlich, dass man Leute hat, die vielleicht auch länger das Video gucken, also nicht nur kurz, sondern ausdauern bis zum Ende. Ja, dann sind wir wieder bei der Frage, was ist der Mensch? Ist der Mensch ein Homo sapiens oder ist der Mensch ein Tier, ein Animal, ein Spielelement, ein Homo ludens oder was ist der Mensch? Also die Psychologie sagt uns, dass sie spricht vom Emotional Man. Also der Mensch ist ein Gefühlsmensch, ein emotionaler Mensch. Und deine Entscheidungen sind emotional, nicht rational. Wir wären zwar gerne rational, aber wir sind es nicht. Und von daher müsste eigentlich eine rationale Methode oder eine irrationale Vorgehensweise Erfolg versprechen. Also, was ich im Moment mache, sind ja ist so ein rationales Vorgehen. Und das wird eigentlich auch von den meisten propagiert. Die geben sich ja unendliche Mühe und fallen an ihren Videos herum. Aber ja, der Mensch guckt sich das an und dann sieht er irgendwo eine nackte Frau und klickt da drauf. Ja, da kannst du noch so schöne Erklärvideos machen. Ja, ein Busen steckt alles. Oder ein Po oder so, ja. Das liegt irgendwie am limbischen System da, im Kopf. Also das Tier in mir klickt dann darauf und nicht auf die interessanten Themen. Ja. Aber es ist ja gerade diese bunte Vielfalt, die das Internet so interessant macht. Also, um dieses enorme exponentielle Wachstum da aufrechtzuerhalten, ich sag mal, ich habe das jetzt im ersten Jahr, im zweiten Jahr werde ich jetzt wohl kaum auch nochmal 5.000 schaffen. Dann müsste ja die Post abgehen irgendwie. Ja, es kann irgendwas passieren und dann wird man da plötzlich, steht man in den Schlagzeilen. Aber will ich das? Eigentlich nicht. Also bisher war das nicht mein Wunsch, derart in den Schlagzeilen zu stehen, dass man da viele Aufrufe bekommt. Andererseits geht es genau um dieses Spiel, in diesem Spiel YouTube möglichst hohe Einschaltquoten zu bekommen, möglichst hohe Watchtime zu haben, möglichst viele Aufrufe und Abonnenten zu haben und an sich zu binden. Das ist das Spiel. Also das Spiel heißt, her mit den Abonnenten
und steigende Wortstamm und steigende Aufrufe. Ja, die durchschnittliche Wortstamm bei mir liegt oft nur über ein, zwei Minuten. Die Jungs gucken sich das an, dann sehen ja, der Alte labert da rum und dann ist es schon wieder vorbei. Oder viele Videos sind ja auch sehr kurz. Ja, also das ist der Schock jetzt, 240.000 Minuten im Jahr, Wortstamm, soll ich schaffen. Ja, unglaublich, kann ich gar nicht glauben, dass ich da mal hinkomme. Das Gestell ist mir im Moment derart fremd, also ja. Okay Leute, das war's von mir. Ich muss mich erstmal ein bisschen beruhigen.